Also mir hat mal eine amerikanische Hebamme gesagt, create your own job. Und das habe ich so als Grundlage genommen für meine Weiterentwicklung. Also es gibt Studiengänge der Hebammenwissenschaft, der Hebammenkunde. Es gibt Professorinnen, Hebammenprofessorinnen. Hier an der Kato sind zwei Hebammenprofessorinnen. Und da bin ich schon sehr stolz. Wir studieren zwar hier in verschiedenen Studiengängen, sind aber doch eine relativ enge Gemeinschaft, angefangen von gemeinsamen Feiern bzw. Aufgrund der gewachsenen Bande innerhalb des Bachelorstudiengangs profitieren wir doch jetzt immer noch sehr stark von dem Netzwerk, was wir uns dann aufgebaut haben, sowohl im privaten als dann auch im Studienbezug. Es ist eine sehr ruhige Atmosphäre an der Hochschule und man findet immer überall einen Platz, sei es hier in der Bibliothek, da gibt es genügend Sitzplätze, oder sei es in den Lerninseln, die überall auf den Fluren verteilt sind. Man findet auch eigentlich immer einen leeren Klassenraum, in dem man sich begeben kann, um sich dort entweder in Gruppen zusammenzufinden oder alleine zu lernen. Jeder hat durch die Ausbildung, aber auch durch die Erfahrung diese praxisrelevanten Fragen mit sich und es wird durch diese Theorien besser wissenschaftlich verknüpft. Also ich sage immer, oder das ist mein persönliches Empfinden, sobald man einen Schritt in die Kato gesetzt hat, hat man schon die ersten Stellenangebote in der Hand. Ja.